München eigentlich mag. Aber irgendwas stört, ganz unerhört. Ist es die Sonne oder die Luft, dass meine Wonne so schnell verpufft? Du fühlst dich heute mieser, weil der Tag wird sicher fieser. Und vielleicht ja nicht nur dieser, denn auch morgen bist du wie ein Brot. 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 Gib mir ein M. M. Ein I. I. Ein S. S. Ein T. T. Mist. Mist. Ja. Obertuntenhausen über Schweinsöd nach Einöd nach Untertuntenhausen hier auf dem Bahnsteiggleis. Oh, schaut mal! Wisst ihr, wer morgen im Nachbarort ist? Du? Nein! Schade. Obwohl, könnte schon sein. Morgen ist nämlich die Augsburger Puppenkiste in Erfenbach. Au ja, da gehen wir morgen hin. Was haltet ihr davon? Ist das ein Ja? Wonach hört sich's denn an? Okay, Berndi, dass du nicht mit willst, das habe ich mir ja schon fast gedacht. Fäden machen mich nervös. Und irgendwie habe ich was gegen Puppenspieler. Aber Briegel, was ist denn mit dir? Eine Insel mit zwei Zwergen in einem Plastikfolienmeer. Nee, danke, Chili. Aber warum denn nicht? Chili, entschuldige, aber Marionetten, Puppen an Fäden. Wenn ich will, dass sich was bewegt, als wäre es lebendig, dann baue ich einen Roboter mit Emotionschip. So wie dir diesen Saftpress-Robot 3000XXL. Ein Knopfdruck und er ist lebendig. Oh, wie lebendig. Ihr seid beide komisch, also echt. Wie kann man denn Marionetten nicht mögen? Ich habe Übung im Nichtmögen. Ja, welcher Quadratsegel hat denn da sein Motorrad mitten auf der Straße abgestellt? Quadrat was? Quadratsegel, Tromsler, Deugaff, was weiß denn ich? Dabei wäre ich um das Motorrad gerade mal rumgefahren, wenn man da nicht der Apparat noch vor die Glotzpeppel geflogen wäre. Glotzbäppeln? Ja, vor die Augen halt. Nicht von mir. Ich könnte Ihr Auto wieder flott kriegen und... Ja, genau. Sie könnten so lange im Wohnzimmer warten. Wo unser Berndi Sie so lange unterhält? Was? Ja. Doch. Ist ein toller unser Halter, unser Bernd. Ehrlich? Das wäre ja... Kein Problem, genau. Machen wir doch gerne. Oder, Berndi? Ja, gerne. Der Trick ist neu. Ja, vielen Dank nochmal, ne? ja, ist ja richtig gemütlich hier. Marschall, freut mich, Herr... Bernd. Einfach Bernd. Tja, dann bin ich der Klaus. Naja, ich hab mich ganz schön verfranst. Ich wollte ja eigentlich nach Erfenbach und nicht auf den Schlossberg. Aber irgendwie hab ich die Karte falsch gelesen und... Hoppala! Junge, der hat den Schwung, was? Entschuldigung! Chili, ich hab's dir doch gesagt. Wenn du ihn nicht richtig festmachst, dann eiert er natürlich und fliegt weg. Also! Das sieht doch viel weniger aus, wenn es eiert. Ja, das stimmt. Also! Also, vielleicht sollte ich doch besser dabei bleiben, wenn
die an meinem Auto rum... Schweißt, vielleicht, ja. Andererseits... Ach, die Kiste bitte nicht öffnen. Einfach ignorieren die Kiste. Ja, sie ist eigentlich gar nicht da. Danke. Eigentlich gar nicht da, Ja. Gar nicht da. Einfach ignorieren. Hilfe! Aufmachen! Ich bin schon seit 3 Tagen und 2 Nächten da drin und langsam stinkt's mir. Ja, Sapralot, auf was wartest denn? Dass der Nikolaus die Ostereier legt oder was? Mach auf! Ha, ha, ha. Welch witziger Scherz. Okay, bin drauf reingefallen. Puppenspieler. Quacksalber. Fahrendes Volk. Bauchredner. Sehr witzig. Aber nicht mit mir. Mir reicht's für heute. Ich gehe jetzt ins Bett. Mir doch egal, ob die das Auto sprengen oder umbauen zu einem Dosenspitzer. Die beiden haben den Mist gebaut. Also sollen sie ihn auch entmisten. Genau. Also, bitte, so schier bin ich doch auch wieder nicht. Schier? Ja, schier. Greislich, hässlich bin ich. Bist du? Nicht. Nicht. Na, freilich nicht. Ich bin nämlich der Kasperl. Also nochmal. Ich bin nämlich der Kasperl. Ja, freilich. Von der Augsburger Puppenkiste. Ja, kennst du mich nicht? Ich bin selten in Augsburg und ich hasse Marion. Ich hasse Mario, den Fernsehtechniker namens Mario, weil unser Fernseher kaputt ist. Genau. Darum kenne ich dich auch nicht aus dem Fernsehen. Ja, macht nix. Hauptsache, ich weiß, wer du bist. Du bist der, Jim Knopf. Oh ja, genau. Hab ich doch gleich gewusst. Aber sag mal, Jim, was starrst denn dauernd über meinen Kopf? Naja, ich frage mich, wie kannst du ohne... wie ich umeinanderlauf ohne Puppenspieler? Eine blöde Frage. Du brauchst doch auch keinen, oder? Das ist doch was völlig anderes. Du bist eine Marionette und ich bin ein Brot. Irgendwas hinkt an meinem Argument. Aber was? Naja, das brauchst du jetzt eh nicht mehr, Herr Marschall. Ich hab was viel Besseres. Das geschieht mir jetzt ganz recht. Ja, das wäre alles nicht passiert, wenn er mich ans Steuer gelassen hätte, oder? Was? Keine Ahnung. Meine Arme sind zu kurz zum Autofahren. Also, Dankeschön für alles, hab mich gefreut. König Alfons, der 23:45. Genau, hab ich gewusst. So, und jetzt soll er sehen, wie er ohne mich klarkommt, der Herr Oberautofahrer und Chefkartenleser. Bitte? Was hast du vor? Ja, muss er sein Stück halt ohne einen Kasperl spielen. Was? Moment, nein! Und ich hab ihn rausgelassen. Warte, nein! Du musst wieder in die Kiste. Wo ist er denn? Aha. Wie macht er das? Nicht schlecht, oder? Da habe ich viel lang dran geübt. Also, für die Servus, Bernd das Brot. Ja, freilich, Anschwindel kann ich mich selber. Sprechende Brote, so ein Quatsch. Ha!
Warte! Nein! Du musst zurück in deine Kiste! Warte! Halt! Warte! Oh, 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 oh. Ich will wieder in meine Kiste. Ja, sag mal, ich hab doch gesagt, du. Ja, was machst du mit meinem Kasperl? Was? Ja, und warum hast du die Fäden abgerissen? Die hat er sich selber abgerissen. Der kann ohne Fäden laufen, nämlich. Und der wollte abhauen. Und ich hab ihn gestoppt, den Kasperl. Und danke für die Reparatur. Also, ihr könnt ja morgen zur Vorstellung kommen. Wir kommen auf jeden Fall. Echt? Ja, na klar. Schon allein, um noch einmal alle Schrauben nachzuziehen. Also dann, bis morgen. Tschüss. Servus. Oh. So, Berndi, du hättest ruhig zugeben können, dass du dich eigentlich doch fürs Marionettenspiel interessierst. Wie bitte? Ja, und dann kommst du noch mit so einer lächerlichen Ausrede, um mal heimlich mit einer Marionette zu spielen. Der kann ganz ohne Fäden laufen, nämlich. Was? Aber ist ja gut, Berndi. Wir sagen es niemandem weiter. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch schon ziemlich neugierig, wie die das so machen mit dem Marionettenspielen. Ich komm morgen mit. Mal sehen, vielleicht gibt's ja noch das eine oder andere zu verbessern. Ach, super, Chili Schaf. Wir gehen zusammen. Yippie! Also dann gute Nacht und bis morgen. Eine Insel mit zwei Bergen und einem großen blauen Meer. Aber das... Du. Hey! Schon okay, Berndi, ja? Bis morgen! Ah, ja, wie mag die Insel heißen? Uns ist sie ja wohl bekannt. Ja, die Insel, diese Insel, die heißt. Lalalalaland. Oberaugspuppen, Kasperl, Kistenburger, super mischt. Mist. Ich fühl mich heute!